Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warcraft! Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Ich bin euer Xaugmeling auch bei Schluss. Und ich bin Xiolin. Genau, die ist auch noch da. Ja. So. Die ist noch da. Ich habe sie noch nicht getötet. Wie nett. Ja, die ist noch lebendig. Ich habe ihr geholfen, die Höhle zu finden. Ich habe überlegt, ob ich sie verhungern lasse, aber genau. Dann habe ich ihr doch geholfen. Ja. Sehr nett, dass ich noch mit... Ja! Yeah! Level up! Das kann ich nicht plündern. Alles ist vergessen, Reset. Gut. Toll, jetzt muss ich bestimmt irgendwas lernen oder so. Aus diesem Käfig befreien. Sag dich, wir können Level up, das ist so anstrengend. Dieser elende Wald in Finsternis ertrinken. Schon wieder so ein Typ. Komische Typen gibt's. Träume quälen, wie kann man denn Träume quälen? Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt mache ich mal Schaden. Nein, du bist wieder auf Platz 1. Gibt's doch nicht. Deprimierend. Es war dumm von euch, hierher zu kommen. Okay. Natürlich. Sagt der Tote. Bist frei, schreckliches Ding. Das sind Nachtelfe. Eine ganz normale Nachtelfe. Mein Diener schon. Sehr gut. Finden, bevor es zu spät ist. Was? Taun? Taun! So. Ich habe keine Fähigkeit bekommen. Wie gemein. Hey, wo ist sie denn? Muss die mit mir mitlaufen? Ach so. Keine Ahnung. Ich sehe sie nicht mehr. Ich nehme mal an, nein. Na, hoffen wir es. Wo ist denn Town? Oder 1? Da reiten wir hin. Ja. Wieso reite ich raus? Bist du doof? Na, geht schon, geht schon. Was haben wir denn hier? Ein Ali. Nee, doch nicht. Das ist die Höhle des Erzdruiden. Sieht so aus. Sieht so aus, oder? Lass sie uns betreten. Machen wir. Ist das jetzt heilig oder sowas? Ich glaube nicht. So verbissen. Xavius! Doch jetzt gehört. Wieso heißen die eigentlich auch alle was mit X? Angesagter Name. Da liegt eine Truhe. Liegt sie oder steht sie? Berechtigte Frage. Und jetzt ist er weg vom Feigling. War ja auch nur eine Illusion. Ach so. Der Albtraum wird euch. Ich habe ihn mir also eingebildet, den gibt's gar nicht. Da ist der Town. Wieso müssen wir den finden? Dem geht's nicht gut. Das ist auch schon. Nee. Das Böse rausprügeln. Ich bin außer Reichweite. Okay, was ist hier passiert? Dieser Fluch macht mich mächtiger als die Ahnen. Nur, dass ein Fluch niemals gut ist. Schattennova, nein, nicht doch. Oh, ist das langweilig und jetzt schon. Dagegen muss man doch irgendwas tun können. Niemand ist dem Albtraum fürs gewachsen. Na, geht der down, der gute Mann. Na, dann gehen wir wieder hoch, wenn er down geht. Was ein Wortspiel. Oh, sie weint. Na toll, du hast ihn getötet. Die Arme. Das war bestimmt ihr Freund. Wahrscheinlich. Die Zeit läuft ab, Champion. Ihr werdet im Hain des Szenarios gebracht. Wir müssen rasch handeln. Na dann.
Ist cool, kann ich ein bisschen verkaufen. Jog, 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 jog. So, sehr gut. Scenarios, warte auf uns. Wir sind bald da. Oha, wie ist denn das? Das ist Agmozul. Der müsste Akrozul heißen. Cool. Boah, der ist 104. Oh, Quest. Mhm. Hey, die war ja gar nicht auf der Karte. Achso, da ist noch einer. Die weite, weite Welt. Was, die ist gleich hier? Was müssen wir tun? Eine Bindung herstellen. Achso, ah. Hast du sie? Ja. Ah. Na dann. Halt, kann ich ja weitergehen. Wollen wir die nicht gleich machen, wenn wir schon hier sind? Achso, doch. Wir müssen nicht. Aber dann müssen wir wieder herkommen. Das stimmt. So, was müssen wir machen? Den Irwisch anklicken. Mhm. Da fliegen wir dahin. Und jetzt? Musst du dich hüten. Aha, vor Fischen. Was? Achso. Ich glaube, ich muss irgendwie nur diese Bäume gedeihen lassen. Wie macht man denn das doch gleich? Wie war denn das? Ah, hier, Baum wachsen lassen. Juhu! Du das auch? Nee. Nee. Wunderschön. So natürlich. Blub. Blub. Yay. Ist auch fertig. Mhm. Juhu. Das war ja eine Wahnsinnsaufgabe. Ja, gib die Pi. Hätte er selber schaffen können. Sie, schon. Hallo. Ja, sie ist. Okay, eindeutig weiblich. Eva oder so. Ich sitze. Boing. Seid gegrüßt. Möge die Natur und euren Pfad leiten. Und das sind wir wieder am Anfang. Echt? Ja. Mögen die Winde dann liegt wieder Szenarios. Stimmt. Süß. Danke, dass ihr uns erhört habt, Lady Isera. Wir sind in großer Gefahr. Erklärungen sind unnötig, Malfurion. Ich habe gesehen, was folgt.
Der smaragdgrüne Traum wird vom Albtraum überwuchert. Das ist das Werk des Satyrs. Die Natur steht so, was haben wir da? Der Weltenbaum Schalabrasil ist der Verderbnis des Albtraums anheimgefallen und verbreitet sein Übel über unser geliebtes Land. Scheiße. Der Albtraumfürst muss fallen oder Valshara ist verloren. Sehr schade. Augenstrahl wäre geil gewesen. Das kann ich nicht benutzen. Huch. Hä, was hast du denn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Bär geworden. Hä? Ach so, Aspekt von Ursul. Ach, wie kommt man wieder aus diesem blöden Tal hier raus? Ich glaube nur auf der anderen Seite, oder? Ich träume und die Welt erbebt. Cool wäre, wenn ich jetzt auf dir reiten könnte. Mhm. Du hast sogar einen Sattel, aber ich... Nee, hast du nicht. Du bist nur ein Arschpanzer. Arschpanzer. So, müssen wir jetzt da wieder hoch, oder? Ich vermute. Ich habe kein Ziel. Nicht stark. Weiß nicht. Was sagt denn der Buff? Das ist zu weit entfernt. Dass er gleich ausklingt. Mhm. Hab ich das jetzt nicht mehr? Schade. Kein Flauschebär mehr, das wäre schon cool. Man muss einen Druiden spielen. Nee. Nee. Alter, die machen ja Schaden. Ja. Dich auch noch. So. Da waren wir doch nur auf der Durchreise, da hoch müssen wir. Zum Tempel. Das Banner, ach Banner, ich habe diesen Brenner der Legion. Hier oder was? Ja. Oh, ein Flugpunkt. Das ist ja voll Zivilisation hier. Direkt am Lager. Feinde. Da müssen wir helfen. Mhm, das geht stimmt. So nicht. Nur dann? Erst die Quest annehmen oder erst ja, die Fragezeichen? Ja, holen wir erst die Quest vielleicht. Gibt's da bestimmt was Neues. Achso, ein Fragezeichen können wir dann auch abgeben. Ja. Ein Toter am Wegesrand. Genießt diesen Moment, Sterbliche. Es ist euer letzter. Ja, wunderschön. Okay. Oh, Kiste. Ich hab eine Kiste. Ja. Ach, da drin. Ach, da geht's rum. Hilfe ist endlich angekommen. Gelobt ja, mit ihrer verwirrenden Architektur. Hm, ist es wahr. So. Wurzelproben. Okay, gar kein Problem. Hier sind überall Feinde und wir sollen Wurzelproben sammeln. Mal die Feinde drumherum vorher töten. Ich habe die Wurzeln dabei. Das kann auch sein. Nö, die liegen hier so am Boden. Ich finde auch so schön.
Achso. Schaut, hört, törichte Nachtelfen. Ich zerquetsche eure Zähne. Das habe ich damals schon nicht so richtig rausgefunden, für was diese Bögen sind, die man da findet. Töten wir den jetzt, oder was? Ja. Okay. Ich bin außer Reichweite. Wehrt euch. Das ist zu weit entfernt. Eure glücklichen Versuche belustigen mich. Boah. Du weißt, dass der Elite ist? Ja, ja, ich weiß. Okay. Ich bin außer Reichweite. Nicht sterben, gell? Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, ich bin tot. Nein! Aber ich bin gleich wieder da. Ich renne! Ich renne. Lass mich doch nicht im Stich. Oh, ich bin schon im Stich gelassen. Ich fühle mich so tot. Ich bin tot. Ach, Manu. Er war fast tot, aber eigentlich bringt's. Der hat mich plötzlich angegriffen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Die rennen hier so rum. Aber ich bin's ja gewöhnt zu sterben. Nur du nicht, gell? Nee. Reißt ihnen das Fleisch von den Knochen. Quetscht ihnen das Leben aus ihrem sterblichen Körper. Lassen wir die mal lieber. Die sind unangenehm und bringen nichts. Ja, eben. Achso, du meinst deswegen machen. Das ist für mich ein interner Erfolg, ein wenn ich die schaffe. Dieses kein Ziel externer, kann ich nicht sondern ein interner. Verstehe. Bist du dann die Wurzeln selber auch sammeln, oder? Ja. Verrotten, nein, nicht Wurzeln verrotten. Da gibt es einen Buff für die Kristalle. Cool. Wollen wir mal da hochgehen? Tränen von Elune holen? Mhm. Was, ein Buff für die Kristalle? Ja, hier liegen ja so Kristalle am Boden. Wenn man die einzeln kriegt man so einen Buff. Achso. Kristalle gesehen. Ich sehe nur immer diese Bögen, aber ich weiß aber nicht, wofür die gut sind. Hm. Und jetzt zum Beispiel liegt da, ne? Aber die Mobs zum Beispiel kann man nicht damit abschießen. Ach stimmt, ich hatte auch einen, ja. Ich kann man damit die Bäume abwerfen, ich weiß es nicht. Hm. Steht ja wahrscheinlich da, oder? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nichts gesehen. Ohne da Mob ist da hinten jetzt auch. Cool. Da bist du. So viele Wurzeln. Ja, Gott sei Dank. Sterblicher Narr, die Tränen von Elun sind jetzt mein. Wenn Malfurion sie zurück möchte, soll er mich aufsuchen. Ich werde warten. Also der Ramob ist irgendwo da hinten unten. So, und wo ist jetzt die Träne? Die hat er jetzt echt mitgenommen, oder was? Natürlich. Ist ja auch nur eine Illusion. Aber wie kann eine Illusion eine Träne mitnehmen? Genießt diesen Moment, Sterbliche. Es ist euer letzter. Ich wollte doch gar nicht rennen. Da bin ich wieder.
Juhu, heute erbärmliche Bonusziel. Brauchst du noch Erbsen? Also Erbsen? Ja, Erbsen. Ich brauche nichts mehr. Okay. Du meinst Wurzeln? Nee. Nein. Alles eingesammelt. Gut. Fehlt dir noch was? Nee. Oh, ich bin schon ein bisschen vorgekommen. Seid vorsichtig, Mann. Ich bin schon fast da. Oh, oh, er wird mich holen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schneller. Wo gehst du rein? Was ist da hinten? Was war da hinten? Düpp, düpp macht der Skorpion. Düpp, 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 düpp. 739. Mhm. Schön. Oh, es ist blau geworden. Das ist schön. So. Mit Isera sprechen. Dauernd hin und her laufen. Immer dieses Sprich mit dem, sprich mit dem. Ja. Sprecht doch selber miteinander. Schon. Für was gibt's Handys? Ja, schon. Oder Buschfunk. Elfenbuschfunk. Okay, das klingt falsch. Hä, hey, wieso ist da hinten noch? Achso, das ist das Fragezeichen. Oh Gott, nein, nein, ich will sterben. Wo ist hier die Kiste? Unten angeblich, da ist ein Pfeil. Aha. Ups. Ups. Kommt man da jetzt hin? Das müsste die Ebene sein. Da ist steht sie. Die da? Ah. Du musst aufpassen, wo du absteigst. Ich sitze links, wenn du da am Rand stehst, falle ich runter vom Berg. Lustig. Sehr lustig. Das wäre bestimmt lustig. Also nein! Ich würde lachen. Ja, du. So, haben wir die auch noch mitgenommen. Wo ist sie denn? Wer? Die Eins. Achso, das ist was anderes. Das wäre eine komische Quest. Wir müssen zu Isera. Ha! Kiste! 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 Da. Ich will sie mitnehmen. Ja, wo denn? Da, 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 da. Oder hast du die schon? Nee. Schreibt Kiste, Kiste, aber ich ja. Weiß nicht wo. Kiste, Kiste heißt anhalten! Hab ich doch. Stopp! Genießt diesen Moment, ja. Sterbliche! Es ist euer letzter! Guten Tag. Hallo, Frau Drache. Ich habe in eure Träume geblickt. Oh, danke. Und was siehst du da? Liebt sie denn jetzt? Was, ob sie ihn liebt? Belebt. Ach, belebt. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, sie isst ihn. Okay. Mhm. Nein! Ich habe hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Es reicht! Toll, wir waren zu langsam. Jetzt konnten wir ihm nicht helfen. Hm. Der Verlust. Wieso steht Isera bei mir zweimal da, einmal in die eine Richtung und einmal in die andere? Eilt zum Weltenbaum. Womöglich ist er auf dem Weg dorthin zu jedem unbedachten Risiko bereit. Unterdessen werden wir beide seiner Spur von hier folgen. Malfurion darf nicht fallen. Wenn man ihn aber das Bein stellt? Dann fällt er vielleicht. Sagt mir, was seht ihr? Ein grünen Drache streicht. Achso, ich hab gefragt, was wir sehen. Wird ewig. Suchen wir ihn, oder? Ja. Ich wollte schon immer Isera als Hausdrachen haben. Was, in jedem Traum lauert ein Albtraum? Nein, daran glaube ich nicht. Das wäre was. Ist von Haus, was, du bist ein Hausdrachen? Eine lange, düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius.
Selbst er kann sich Xardos nicht allein stellen. Ja. Immer sagt er ja. Verdrängt. Was ist denn mal schon da? Hab mich auf eine längere Reise eingestellt. Ja. Ich wollte gerade sagen, vor allem ist die Eins ist da hinten, aber sie ist mitgekommen, die Eins. Ganz so. Ruhig. Hm? Ich muss hier die Quest abgeben. Achso, ja. Wolltest du auch dahinter rennen? Jo. Die ja, die hat irgendwie länger gebraucht als wir, die Quest. Lasst euch von meiner Nacht durch. Wie ist denn jetzt schon hin? So, Eins. Hä? Ah. Okay. Nee, wir gehen zu zwei. Ich gebe mich jetzt dem Albtraum hin. Sehr gut. Savius ist nun der Meister dieses Waldes. Ich glaube, hier kannst du ein bisschen mehr pullen, dann können wir die alle hier wegtragen. Mein Leben für Xavius. Bis auf diese, du musst dann irgendwann mal bei so einem Stachelvieh stehen bleiben, weil die müssen wir auch töten, glaube ich. Ne, müssen wir nicht einzeln. Nicht speziell die. Aber nicht zu lange, weil die sonst wird es irgendwann übel. Weil du verlierst Leben. Ein bisschen. Meine Macht wird dieses klägliche Land vernichten. Da war ja noch gar nichts da. Achso. Na ja, gut. Ja, so weit kommen die nicht mit und viele schießen halt auch. Meine Land vernichten. Ich muss näher ran. Mein Leben für Xavius. So ist es cool zu zweit. Boom, bam, bam. Boom, boom. Bullige Knochenranke. Nichts kann Xavius Macht standhalten. Das hat ja gar keine Abklingzeit. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es so wenig Abklingzeit hat. Mhm. Düsterholz hat sich in eine nahe Höhle geflüchtet. Folgt ihm und setzt dem ein Ende. Wachst. Da ist schon wieder eine Höhle. Diesen Wald. Wie geht's denn so, Mann? Und tschüss. Wieder, oder? Ja, glaub schon. Erhebt euch. Kann ich hier unten das Ding auch benutzen? Überwuchert diesen Wald. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ah, jetzt sind wir es los. Schade. Das war cool. Ich würde es auch gern behalten. Mhm. Buja, Buja. Gute Nacht. Gute Nacht? Ja, was schüttelt den jetzt? So. Ich leg den jetzt schlafen. Das dauert aber. Warum? Dann lebt der immer noch. Nee, ist doch tot. Bei mir ist er tot. Ja, jetzt. Voll lang gedauert. Na. Gibt's hier irgendwas Schönes? Da ist eine Kiste. Die nehme ich mit. So, müssen wir jetzt eh zurück, oder? Dann war das doch ein schöner Abschluss für heute. Ja, das ist wahr. Das war ein guter Abschluss. War ein guter Tag heute. Oh, diese Blümchen sind hübsch. Oh, guck mal. Kannst du mir eine mitnehmen? Pflückst du mir eine? Ja.
Oh, so. Danke. Taxi! Ah, da kommt es schon. Praktisch. Oh, oh. Achso, kannst du. Willst du sterben? Nee, ich will nicht sterben. Ich will eigentlich jemanden absetzen, aber aus irgendeinem Grund. Wo bist du denn? Ja, ich stehe hier. Achso, jetzt werde ich angegriffen. Jetzt kann ich nicht mehr einsteigen. Egal, lass uns denn. Du rennst vor, ich renn hinterher. Achso, okay. Das Blöde ist, durch die Höhle bist du auch ab und zu. Hä? Soll das rennen? Ja, ich renn doch. Achso. Ach, wurdest du abgemountet? Ich muss näher ran. So in etwa. Durch die Höhle bist du auch immer wieder verschwunden. Wahrscheinlich hast du mich deswegen nicht gesehen. Achso. Wahrscheinlich facing oder so. Da ist sie ja schon. Los, Isera, töte sie. Tötet sie sie? Nö. Lässt sie uns eiskalt im Stich. Ja. Sehr dreist. Aber geheilt werde ich. Oder bist du das? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall nicht Heiler. Nee, das nicht, aber. Oh, blöder Druide. Jetzt läuft der weg, der Sack. Jetzt habe ich was anderes gepult. Immer das Gleiche. So, ja. Was jetzt? Sind wir jetzt fertig oder was? Eine Folgequest sucht nach Malfurion. Ah, okay. Na dann. Hui. Ich sehe Geister. Hä, was machst du? Ich habe nur Geistersicht angemacht. Ach so. Ja. Ich bin eigentlich immer noch im Kampf. Kann ich meine schicken neuen Stiefel nicht anziehen. Wegen dem blöden Vieh. Gehen wir mal hier so ein bisschen runter. Jetzt. Ich glaube, meine Schuhe anziehen. Hast du die auch genommen, ja? Ja. Ah, tatsächlich. Sehr gut. Und. Juhu, neue Schuhe. Noch nicht bereit. Yippie. Sehr schick. So. Totschick. Das kann ich noch nicht tun. Dann würde ich sagen, Malfurion muss noch ein bisschen warten. Ja. Stimmt ja hier gut, oder? Ja. Wird dann nächstes Mal gesucht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst noch einen kleinen Like da. Wenn ihr das nicht schon getan habt, dann habt ihr jetzt eine Aufgabe. Und wir wünschen euch einen schönen Tag noch. Oder Abend, je nachdem. Tschüss. Tschüss.